Guten Tag, ich begrüße Sie auch recht herzlich hier im Forum für Vordenker. Wenn Sie jetzt so die nächsten 10 Minuten Zeit haben, würde ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie unterschiedliche Lernformen einsetzen können und damit dann eine lernende Organisation aufbauen können, dass dann etwas entsteht, was wir Lernen 360 Grad nennen. Ich möchte anfangen mit einem klassischen Bild, was Sie höchstwahrscheinlich jeder von Ihnen kennt. Das heißt, wie funktioniert das mit Kompetenzentwicklung, Kompetenzmodell, Wissensmodell. Das heißt, Sie haben am Anfang hier eine Bedarfsermittlung und diese Bedarfsermittlung heißt einfach, Sie müssen gucken, welche Kompetenzen werden benötigt, welche Schulungen brauche ich und wenn ich das ermittelt habe, wenn ich den Bedarf habe, kann ich halt über die Trainingsentwicklung dann gucken, welche Trainings habe ich zu entwickeln, für welche Zielgruppe. Ich muss dann später die entwickelten Trainings vermitteln, sprich trainieren, die Kompetenz, das Wissen an die Frau, an den Mann bringen. Später danach sollte ich dann gucken, dass ich das Wissen sichere, sprich entweder dokumentieren oder über Workshops weitergebe. Danach mache ich eine Bewertung, hat meine Maßnahme gefruchtet, ja oder nein, und gucke dann wieder, welcher Bedarf ist denn jetzt noch vorhanden und dann geht das Spiel von vorne los. Das ist auch schon mal 360 Grad, aber nicht das, was wir unter Lernen 360 Grad verstehen. Das nächste ist mit 360 Grad, dass Sie verschiedene Lernformen haben und 360 Grad deswegen, weil es natürlich auch dort wieder kreisförmig geht, formell und informell. Was haben Sie jetzt als formelle Lernformen? Formelle Lernformen wären zum Beispiel Workshops, Präsenztrainings. Das ist das, was Sie alle kennen. Sie machen konkrete Trainings. Wenn Sie da ein bisschen innovativer sind, machen Sie noch Web-based Trainings und Webinare. Das heißt, Sie verteilen das noch ein bisschen auf E-Learning, dass Sie das dann auch mit einbauen, ist aber immer noch formell, weil Sie das sozusagen an die Anwender herantragen. Dann noch innovativer wären virtuelle Classrooms. Immer dann gefragt, wenn Sie Ihre Zielgruppen weit über den Globus verteilt haben, wo Sie dann auch nicht an einem Ort viele bekommen. Oder eben Sie machen Serious Games, was auch in neuer Zeit häufig hinzukommt, Simulationsspiele. Selbst SAP ist mittlerweile auf Serious Games und hat ein SAP-Simulationsspiel, wo Sie dann dementsprechend auch gucken können, dass Sie spielerisch lernen, wie man zum Beispiel disponiert oder einkauft. Dann haben Sie so halb zwischen formell und informell, Dokumentation und Video. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was heißt hier Video? Es gibt sehr, sehr viele Firmen, die tatsächlich ihre Mitarbeiter per Video schulen. Zum Beispiel, wie repariere ich ein Auto? Wie repariere ich eine Druckmaschine? Was mache ich sonst so? Oder aber auch bei mir zum Beispiel im persönlichen Bereich. Die Tochter ist 15, die lernt auch über Video. Die nehmen sich gegenseitig mit ihren Schulfreundinnen irgendwas in ihrem Handy auf, haben sie einen kleinen Clip über Bluetooth und zack, ist das auch Lernen über Video. Und das soll es durchaus auch in Firmen geben. Später informell, wenn die Mitarbeiter informell lernen, wären das zum Beispiel FAQs oder dass sie Forum betreiben oder aber sie haben Simulationen, EPSS, das heißt, der Mitarbeiter lernt informell, indem er sich einfach Sachen runterholt. Das ist nicht mehr gesteuert. Das Einzige, was gesteuert ist, ist, dass die Informationen bereitgestellt werden und dann von dem Mitarbeiter abgerufen werden können, von der Mitarbeiterin. Oder aber, wenn Sie jetzt über Simulationen und ein entsprechendes Autorentool verfügen, können Sie auch User-Generated Content erstellen und damit dann eigentlich auch den Mitarbeiter schon wieder einbinden, dass er für andere was macht oder eben auch Live-Meetings. So ist es zum Beispiel bei uns in der Firma. Wenn wir was machen und der eine hat ein Problem, dann sind wir sehr, sehr schnell spontan mit Live-Meetings dabei, uns gegenseitig irgendetwas zu zeigen. Gut. Wie baut man das jetzt alles in so klassische Organisation ein? Wie kommen wir dann so langsam dahin? Das geht dadurch, dass wir dann eben ganzheitliche Lernprozesse haben. Diese Lernprozesse sehen so aus, dass Sie auf der einen Seite die Organisation haben, auf der anderen Seite die Mitarbeiter. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, von der Organisation zu dem Mitarbeiter, von dem Mitarbeiter wieder zur Organisation, was mache ich da? Da habe ich jetzt am Anfang beide Formen, die ich jetzt hatte, mal beide Kreise, die ich vorher hatte, zusammen. Ich mache hier als erstes eine Bildungsbedarfsanalyse. Das macht die Organisation, guckt, was sie muss, sie trainieren. Ich habe dann die Trainingsentwicklung, sei es WBT-Entwicklung, sei es Serious Games. Ich habe danach die Trainingsdurchführung, Wissensvermitteln, Kompetenzaufbau und habe dann, wenn ich es anwenden will, zum Beispiel einen Anwendersupport oder eine Dokumentation,
Und da sehen Sie schon, das ist dann schon stärker von dem Mitarbeiter, sage ich mal, gepullt als von der Organisation gepusht. Und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kommt dann auch weiter mit ins Spiel, wenn sie dann sehen, sie haben dann später, um Wissen zu sichern, Best Practice, sie machen Best Practice vor Workshops, sie sichern das vielleicht durch Foren, wo der Mitarbeiter Erfahrungsberichte einstellen kann. Und wenn sie dann wieder reinkommen zur Bewertung, dann machen sie halt Auswertungen, die können dahingehend sein, dass sie Supportanfragen auswerten, wie häufig kommt zu welchem Thema eine Supportanfrage. Sie können das anders machen, dass Sie Tests machen, die Mitarbeiter abfragen oder aber, was auch viele Kunden machen, einfach eine Auswertung im System. Wenn Sie eine Auftragsbearbeitung haben, wie lange dauert die, beziehungsweise wie oft wurde dieser Auftrag angefasst, bis er dann tatsächlich ausgeliefert wurde. Auch so können Sie bewerten, wie viel Kompetenz bei Ihnen im Unternehmen ist und dann letztendlich wieder sagen, okay, ich habe einen Bildungsbedarf. Gut. Was brauchen Sie noch, damit Sie dann, wenn Sie das, was Sie eben gesehen haben, umsetzen wollen, wirklich zu lernen, 360 Grad? Sie brauchen in dem Sinne Prozesse für die Wissensvermittlung. Das kann nicht mehr ungesteuert funktionieren, sondern das müssen Sie schon steuern. Und das als Wichtigstes heißt einmal ein Change Management. Und dieses Change Management bezieht sich zum einen darauf, dass Sie das Change Management machen müssen, um die Prozesse, die ich gleich noch vorstelle, im Unternehmen zu etablieren, aber auch bei jeder Qualifizierungsmaßnahme, das Change Management nicht vergessen, sondern auch da das Regeln, wie wird die Veränderung in die Organisation getragen, wie funktioniert das. Dann brauchen Sie für die einzelne Bildungsmaßnahme auch einen Prozess, der damit anfängt, dass Sie es am Anfang wirklich mal konzipieren und dann Schritt für Schritt umsetzen. Und dieser Prozess sollte im Unternehmen etabliert sein und zwar für alle Trainings. Man kennt es oft, jedes Projekt hat da vielleicht so seine eigenen Eigenheiten und versucht es dann auch mit den eigenen Mitteln im Projekt zu qualifizieren. Wenn Sie eine lernende Organisation haben wollen, Lernen 360 Grad, dann müssen Sie das vereinheitlichen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch das Prinzip vereinheitlichen und damit sich darauf einstellen können, wie soll das funktionieren. Und als Prozess brauchen Sie natürlich auch noch eine Art Veranstaltungsmanagement, sei es, dass Sie ein Learning-Management-System einsetzen, Veranstaltungsmanagement, aber das bräuchten Sie auch, richtige Prozesse, damit das funktioniert. Gut, nachdem Sie jetzt Prozesse haben und wissen, was Sie machen wollen, bräuchten Sie eigentlich auch noch die Leute dazu, die das machen. Da ist jetzt hier mal so ein Bild dargestellt, so ein Wissensnetzwerk im Rahmen von einem Projekt. Wenn Sie im Projekt unterwegs sind, haben Sie in der Regel beteiligte Berater, externe Trainer gegebenenfalls, Key-User, Anwender, das Management, die arbeiten dann alle im Projekt und bauen von mir aus Trainings oder Wissen auf, Kompetenz, vermitteln Kompetenz. Aber im laufenden Betrieb ändert sich das, die externen Kollegen wie Berater oder Trainer fallen weg, sie haben die IT, sie haben das Management, hinzu kommt jetzt ein Helpdesk oder Anwendersupport und sie haben unten die Key-User und die Anwender. Das Ganze ist jetzt, sage ich mal, das, was Sie brauchen, um eine lernende Organisation aufzubauen. Wie macht man das jetzt sinnvollerweise? Wie könnte man das organisieren?